Herr Präsident, meine Damen und Herren, warum reden wir heute eigentlich darüber? Die Senatsvorlage zur Videoüberwachung ist mausetot. Sie wurde vom Innensenator durch eine Mischung aus Faulheit und Inkompetenz selbst beerdigt. Warum Sie von der CDU unbedingt noch einmal das Versagen des Herrn Henkel hier und heute besprechen wollen, bleibt Ihr Geheimnis. Der Vorgang zeigt doch nur exemplarisch, wie Herr Henkel die letzten Jahre die Zeit totgeschlagen hat und dann ein paar Monate vor der Wahl aufgeschreckt ist und hektisch versucht hat, ein politisches Handeln zu simulieren. Wir erinnern uns, vor 5 Jahren hat Frank Henkel einen markigen Wahlkampf zum Thema innere Sicherheit geführt, mit brennenden Autos auf Postkarten, mit brennenden Autos auf Plakaten. Und Herr Henkel wollte mal so richtig aufräumen in Berlin. Und durch eine politische Laune von Klaus Wowereit und Michael Müller wurde dieser lautsprechende Sicherheitsesoteriker dann Innensenator. Mittlerweile wissen beide, dass das keine gute Idee war. Weil unabhängig von der Frage, was man inhaltlich von den Positionen der CDU in der Innenpolitik hält, war Frank Henkel das personifizierte Desinteresse an der Regierungsarbeit. Eine kleine Liste des Versagens und der Arbeitsverweigerung des Herrn Henkel ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Verschleppen und Versagen beim NSU-Skandal. Die marode Gebäude und Schießstätten der Polizei, ein fehlendes Personalentwicklungskonzept für den öffentlichen Dienst, das Versprechen gebrochen, die riesige Besoldungslücke zu schließen, die neu eingestellten Polizeibeamten gleich beim vollzugsnahen Dienst wieder eingespart, kein Sicherheitskonzept, um die Angriffe auf die Flüchtlingsunterkünfte zu verhindern, stattdessen Sabotage des Senatskompromisses zu den U-Platz-Flüchtlingen und einiges mehr. Und was Sie in Ihrer Bilanz im Wortsinne abrechnen können, eine rekordverdächtige Anzahl von Auslandsreisen, ständige Abwesenheit in den Ausschüssen. Und wenn es mal richtig wichtig wurde, war Frank Henkel lieber in China oder im CDU-Präsidium Fototermine mit der Kanzlerin machen oder bei NATO-Treffen in Washington. Aber kurz vor der Wahl fällt Ihnen dann auf einmal Ihre übrigens auch seit über 5 Jahren bekannte große Liebe zur Videoüberwachung ein. Und dann bringen Sie hier einen auf den letzten Drücker, hektisch, aber eben nicht fristgerecht, einen Gesetzentwurf ein, der so uferlos und handwerklich schlecht ist, dass auch die SPD kalte Füße gekriegt hat. Die Anhörung im Ausschuss hat deutlich gemacht, dieser Gesetzentwurf wäre der Einstieg in die flächendeckende Videoüberwachung geworden und hilft auch nichts gegen Kriminalität. Aber zum Glück war der CDU, auch weil man eigentlich weiß, dass die Videoüberwachung nicht taugt, Straftaten zu verhindern, die Reputation des Herrn Henkel dann vergleichsweise egal und die Durchsetzung seiner Wünsche eben auch. Mit großem Bohai, und das haben wir jetzt hier so ein Nachklapp einer etwas müde Aufführung dieser dramatischen Situation vor der Ausschusssitzung noch mehr erlebt, da wurden die Verhandlungen zum Gesetz kurz vor der Ausschusssitzung platzen gelassen und sich gegenseitig die Schuld dafür gegeben. Und jetzt debattieren wir hier diesen Gesetzentwurf auf der letzten Plenarsitzung in erster Lesung, obwohl er im Ausschuss schon per Anhörung behandelt wurde. Und eigentlich ist er schon längst vom Tisch. Also wenn Sie darauf bestehen, dass Sie den Quatsch noch quetscher machen wollen und Ihre Niederlage jetzt zelebrieren wollen, bitteschön, aber hoffen Sie nicht auf einen Mitleidsbonus. Sie sind selbst schuld. Aber es ist ja offensichtlich, es geht der CDU und der Innenpolitik schon lange nicht mehr um Sicherheit, sondern um eine seltsam skurrile und verstörende Form verzweifelten Wahlkampftheaters. Aber beim Thema Videoüberwachung beschwere ich mich nicht. Da sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Das Ding ist gestorben. Und es wurde demonstriert, dass die Union nicht einmal handwerklich die einfachsten Sachen hinbekommt. Meine Damen und Herren, 5 Jahre hat er nichts gebacken gekriegt, aber kurz vor der Wahl verfällt der Innensenator in wilden Aktionismus und Symbolpolitik. Sie rufen der Rigaer Straße einen ganzen Kiez zum Kampfgebiet aus und üben mit rechtswidrigen Polizeieinsätzen den Bürgerkriegszustand. Wenn es Ihnen kurzfristig in den Wahlkampf passt, sind Ihnen im Zweifel rechtsstaatliche Prinzipien egal. Sie missbrauchen die Berliner Polizei für den Wahlkampf und alleine dafür gehören Sie schon abgewählt. Kreuzgefährlich ist Ihre inhaltliche Annäherung an die Rechtspopulisten, wenn Sie Hunderttausende Berlinerinnen und Berliner zum Sicherheitsrisiko erklären, weil sie eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Und Sie entblöden sich nicht, ein Burka-Verbot zu fordern und das als Kampf gegen Terror zu verkaufen. Und jetzt noch die Geschichte mit dem Taser. Man hat den Eindruck, dass wenn Sie, wie so oft in dieser Legislatur, blau gemacht haben, den Teleshopping-Kanal für Sicherheitstechnik geguckt haben. Mit seriöser Innenpolitik hat das alles nichts mehr zu tun.
Man kann nur hoffen, dass sie nach dem 18. September nicht wieder jemand aus einer Laune heraus in die Regierung holt.